Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße euch wieder zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Ja, wir haben wieder ein neues Update bekommen. Ich zeig mal kurz hier ein bisschen, was wir alles dazu bekommen haben. Viele meinten ja, oder einige eher gesagt, meinten ja zu mir, es kommt dieses Jahr nichts mehr. Die haben das abgeblasen, die schaffen das wieder nicht. Aber falsch gedacht, ein kleiner Teil vom großen Update, so wie wir es halt immer kennen, also die geben uns nicht immer gleich alles, also wir kriegen ja mal ein bisschen was, haben wir wieder bekommen. Und darunter zählen natürlich Pandas, wie natürlich der Bambus, auf den wir gewartet haben. Ja, wir kommen auch gleich erstmal zum Bambus. Was kann man zum Bambus sagen? Er ist eine Pflanze, er wächst. In gewissen Maßen kann man ja fast schon fast sagen. Wie hoch er wird, weiß ich nicht so. Muss man mal gucken. Ich habe das hier so ein bisschen mit Knochenmehl hochgezogen. Also ein bisschen wächst er schon. Ich denke mal, der wird noch vielleicht etwas höher wachsen. Naja, wie in echt, der Bambus kann ja schon etwas groß werden. Ja, den Bambus kann man auch noch ein bisschen verarbeiten. Und zwar zum einmal hier zu neuen Gerüsten. Wie macht man das Ganze? Man braucht einfach eher gesagt 6 Bambushalme und einen Faden. Und schon kann man sich hier so ein Gerüst bauen. Das wollen wir ja einmal machen. Gehe ich hier mal kurz an die Werkbank ran. Und guck mal hier, so, wir machen jetzt einfach hier an den Seiten Bambus hin und da sehen wir gleich, wenn wir erstmal schon 2 reinmachen. Wir können hier schon mal mit Stöcker craften, also mit Bambus kann man auch Stöcker craften, aber das wollen wir nicht. Wir wollen uns ein Gerüst bauen. So, an den Seiten machen wir einfach mal hier den Bambus hin und ganz oben machen wir noch einen Faden hin und halten dann 6 Gerüste. Ja, die 6 Gerüste können wir auch gleich verarbeiten. Mir ist auch gefallen, man kann die Gerüste in die Höhe ziehen, wie weit man möchte. Also das ist egal, das kannst du so hoch machen, wie du möchtest. Aber aufgepasst, wenn wir das jetzt zur Seite bauen, können wir das nicht mehr als 4-mal machen. Du kannst es aber natürlich weiterbauen, indem du denn hier einfach einen weiteren, weitere Befestigung machst. Das geht von alleine, wenn man hier einfach dran setzt, dann geht das nur nach unten und dann, zack, können wir hier theoretisch denn einfach weiterbauen. Ne? Und das geht dann hier auch wieder 4-mal und dann müsste man hier wieder so eine Verbindung bauen. Ja, und da kommen wir eigentlich relativ leicht hoch. Wir gehen da einfach mal ganz normal rein. Und können dann einfach, wenn wir A drücken, also die Sprungtaste, nach oben fahren. Wir können hier auch sneaken an den Seiten und dann hier weiter bauen. Oder wenn wir wieder nach unten wollen, drücken wir einfach die B-Taste, also damit, wo wir uns hinhocken und kommen hier dann runter und können hier dann auf jede Ebene gehen, die wir uns hier basteln. Natürlich sind die Gerüste nicht nur dazu da, um hoch und runter zu kommen. Man kann sie natürlich auch gerne als, ja, würde ich mal sagen, Dekoration nehmen. Man kann damit super, würde ich mal sagen, Tische bauen. Oder man kann auch Schränke damit sich ein bisschen zimmern. Also für die Inneneinrichtung haben wir wieder was. Dann geht es noch ein bisschen an die Tiere, die wir jetzt bekommen haben. Das erste wären die Pandas. Da gibt es auch ein schönes Spawn-Eck dazu. Und hier sehen wir einen der Pandas. Ich weiß nicht genau, was man sagen kann. Ein Panda, so wie die Eisbären, ne? So ein bisschen, dass wir was in der Wildnis zu sehen haben. Oder wenn ihr ein paar Zoos baut, ne, dann könnt ihr euch hier auch ein paar Pandas jetzt in die Gehege setzen. Dann haben wir noch ein paar Katzen bekommen und zwar, ihr kennt ja die Ocelots, die sind ja uns wohl bekannt, daraus haben wir ja unsere Katzen gemacht, aber jetzt gibt es auch extra für die Katzenliebhaber ein Spawn-Egg, damit ihr euch die, sag ich mal, nicht unbedingt zähmen müsst, um eine Katze zu erhalten. Die habe ich mir jetzt hier schon gezähmt, aber ich kann hier noch eine setzen, so dass es jetzt einfach eine wilde Katze, eine Streunerkatze, die man sich hier so ein bisschen hinsetzen kann. Da fällt euch auch auf, hey, die hat ja eine ganz andere Farbe als die wir kennen. Ja, die Katzen wurden überarbeitet, die haben jetzt auch andere, sag ich mal, Aussehen, also andere Felle und sowas alles. Also die Auswahl ist ein bisschen größer. Guck mal, da haben wir eine komplette weiße, eine komplett schwarze, aber die kennen wir ja, aber hier eine komplett weiße Katze. Also für die Katzenliebhaber ist da ja einiges jetzt dabei. Was ich hier noch ranhänge, ist einfach mal, die Katzen könnt ihr immer noch mit Fischen zähmen. Also hat sich nichts geändert, wie man die zähmt, das ist immer noch gleich geblieben. Ja, das ist das kleine Update. Wir haben außerdem jetzt hier diese neuen Items, auch noch einige Fehler wurden behoben und sonstige Sachen, wenn euch irgendwas aufgefallen ist beim Spielen. Das und das hat euch Probleme gemacht, sollte jetzt behoben sein, das haben sie jetzt, glaube ich mal, denke ich mal, behoben. Wir finden bestimmt wieder neue Fehler, naja, da gucken wir mal, ne? So, ich freue mich denn schon auf das nächste Update, das wird sicherlich bald folgen. Es ist schon gesagt, in der Beta von Minecraft gibt es auch schon die Armbrust, viele haben ja schon darauf gewartet, also wenn ihr die haben wollt, müsst ihr die Beta starten. Aber, ja, ich mach's lieber nicht, weil, ihr wisst ja, die Beta, das könnte immer Probleme auftauchen. Na gut, jedenfalls, wir warten auf das nächste Update. Da ist dann definitiv die Armbrust für die offizielle Version mit bei. Vielleicht kommen auch noch ein paar andere Sachen mit rein, aber da will ich jetzt nicht zu viel verraten. Lasst euch überraschen, aber ich glaube, die Kenner von euch, die wissen schon, was alles so auf uns zukommt. Ja, dann war es das jetzt hier erstmal von diesem kleinen Update-Video. Startet einfach selber Minecraft, guckt mal, was ihr damit jetzt alles anfangen könnt. Und dann würde ich sagen, hören wir uns denn zur nächsten Baufolge. Ansonsten sage ich jetzt erstmal, haut's rein und tschüss.